Moin, ich bin Malermeister Andi und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video renovieren wir eine Küche. Viel Spaß beim Video. So Leute, ich befinde mich wieder auf einer meiner Baustellen. Wir sollen eine Küche renovieren. Wer das letzte Video gesehen hat, weiß, wo ich bin. Wenn nicht, den verlinke ich das Video oben gerne in der Infobox. Da habe ich nämlich den Fußboden schon verlegt. Wir haben hier 50 Quadratmeter Fliesen übernivelliert und PVC-Planken gelegt. Das habe ich heute abgeschlossen. Hier hinten, da, das Gäste-WC heute Morgen noch fertig gemacht. Und jetzt muss ich mich weiter um die Küche kümmern, denn die kommt morgen schon. Leider versäume ich das immer, den Zustand zu filmen, wenn wir auf die Baustelle kommen. Aber ich habe ein paar Bilder, die blende ich euch jetzt mal ein. Denn so sah die Küche aus, wie wir gekommen sind. Die Fliesen wurden runtergekloppt. An der Decke befand sich noch Rauffaser mit Latex gestrichen und einige Wände waren auch noch tapeziert. Und das haben wir dann erstmal abgemacht. Sprich, wir haben den Fliesenspiegel runtergefräst, beziehungsweise den Fliesenkleber, der noch drauf ist, weil da nichts mehr Neues hinkommt. Die Decke haben wir von der Rauffaser befreit, genauso wie die restlichen Wände mit der Tapete. Dann haben wir die Decke auf Q3 gespachtelt, dann haben wir Glasvlies geklebt. Der Tischler hat einen Kasten umgebaut und die Beleuchtung eingebaut. Den haben wir auch mit Glasvlies tapeziert und drumherum haben wir noch einen schönen Stuck geklebt, um das Ganze noch abzurunden. Die Wände haben wir auch auf Q3 gespachtelt und hier, wir hatten einiges vor. Wir wollten die Decke eigentlich erst dunkel machen mit Art Veluto, so ein kleines Highlight. Aber davon haben wir uns jetzt doch verabschiedet, weil der Kunde sich entschieden hat, die Wände mit Art Veluto zu machen. Und da habe ich ihn dann von abgeraten, die Decke auch noch zu machen. Das wäre dann too much, zumindest für mich. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Decke in dunkel mit Art Veluto gemacht hättet. Ich würde mal behaupten, die meisten sagen jetzt nein, weil sie Angst haben, das drückt. Ihr kennt vielleicht meine Meinung, wer mich schon länger verfolgt. Ich finde es geil, wenn die Decke ein Highlight ist. Aber eine schön glatte, weiße Decke, finde ich, sieht auch immer mega geil aus. Ist recht mit der stumpf matten Farbe und dem Stuck noch dran. So, wie gerade schon erwähnt, die Wände kommen mit Art Veluto. Und da, das ist eigentlich das Thema des Videos, denn ich wollte euch da ein bisschen mitnehmen. Leider habe ich den Rest nicht gefilmt oder die vorherigen Schritte nicht gefilmt. Aber gut, ich habe genug Videos, wo ich auf Q3 spachtel oder wie ich alte Wände Glattspachtel oder sonstiges. Daher gehen wir jetzt einfach nur auf den Punkt ein bisschen Art Veluto ein, beziehungsweise ihr könnt mir ein bisschen über die Schulter schauen, wie das Ganze gestaltet wird. Wir haben gestern schon angefangen und die Wände zu grundieren. Und dafür ist der Multigrund da, der 3-in-1. Der wird nämlich in demselben Farbton angemischt wie Art Veluto. Und bevor ihr wieder in die Kommentare schreibt, wir haben den Farbton Basalt 908. Das ist einmal die Grundierung. Und das ist dann Art Veluto und das ist dann auch im Farbton 908. Wie gesagt, gestern schon grundiert, vernünftig abgeklebt und das haben wir dann gestern vorgestrichen. Jetzt gehen wir daher und verdünnen uns Art Veluto mit 20% Wasser, denn den ersten Auftrag können wir mit der Rolle machen und damit starten wir jetzt auch durch. So, normalerweise bin ich kein Fan davon, nur oberhalb der Küche zu streichen, wie ihr das gerade gesehen habt, beziehungsweise auch hier seht. Normalerweise streiche ich ganz runter. Aber Art Veluto ist natürlich nicht gerade das günstigste Produkt, ist ganz klar. Ist halt was Besonderes. Und wir haben uns das hingemessen und mit so einem Pott kommt ungefähr 10 bis 15 Quadratmeter. Und nur damit wir unten mitstreichen müssen, hätten wir halt nochmal 2,5 Liter extra kaufen müssen. Und das finde ich dann ein bisschen unsinnig, nur dafür, dass es hinter der Küche ist. Genauso wie den Multigrund, den gibt es auch in 2,5 Liter und ich glaube in 12,5 Liter. Ich weiß gar nicht, ob es 5,5 Liter gibt, aber mir wurde vom Fachhandel gesagt, nein. Daher haben wir auch uns dafür entschieden, unten nicht zu streichen, weil sonst hätten wir dafür auch extra nochmal 2,5 Liter kaufen müssen. Und das tut nicht ganz so Not, aber ich habe das unten dann auf jeden Fall einmal weiß gestrichen, damit es dann vernünftig aussieht. So, ich habe mir das jetzt auch hier schon verdünnt mit 20% Wasser. Oben habe ich mir die Decke abgeklebt mit Kreppband. Ich denke mal, ich werde nicht drum herum kommen, oben trotzdem nochmal, wenn die Wände durchgetrocknet sind, nochmal die Wände abzukleben und nochmal mit weiß gegenzustreichen, damit wir eine schöne, vernünftige Kante haben. Aber das sehen wir halt erst, wenn wir das Kreppband abnehmen. So Freunde, der erste Gang ist gespachtelt, beziehungsweise nicht gespachtelt, ist aufgerollt. Den lassen wir jetzt vernünftig durchtrocknen
Wir haben es jetzt 10.22 Uhr. Ich fahre jetzt noch zur nächsten Baustelle, mache da weiter. Und dann komme ich nachher nochmal wieder, um dann die Wände fertig zu spachteln. Weil morgen wird die Küche schon aufgebaut. Die beiden Wände mache ich dann erst, wenn die Küche steht. Geht leider nicht anders, weil ich muss ja auf der Wand abkleben. Und das geht erst morgen. Daher, das jetzt vernünftig durchtrocknen lassen und wir sehen uns gleich wieder. So, der erste Gang ist vernünftig durchgetrocknet. Jetzt kommen wir zum zweiten Gang. Und dafür nehme ich meine venezianische Kelle und einen Spachtel. Und dann trage ich das auf, lasse es kurz anziehen und dann kommen wir zum Verreiben. Aber das zeige ich euch jetzt nochmal an der Wand, wie ich das da mache. Jetzt nehmen wir das so aus dem Pott raus und verdünnen es natürlich nicht mehr, damit wir es vernünftig aufspachteln können. Am nächsten Morgen habe ich noch die Zeit genutzt, bevor die Küchenmonteure kommen, um die Wand zu grundieren, damit ich am späten Nachmittag noch Art Veluto wieder mit 20% Wasser verdünnt auftragen kann, damit ich dann einen Tag später die Spachtelung machen kann. So Freunde, für mich ist der letzte Tag angebrochen für diese Baustelle und ihr seht, ich spachtel gerade das Grün, denn der Farbton ist 910, falls ihr wieder fragen solltet. Ihr könnt jetzt noch ein paar Sekunden zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder vor der Kamera. So Freunde, ich bin wieder hier. Ein paar Tage sind vergangen, die Malarbeiten sind fertig, die Küchenmonteure sind fast fertig, da fehlt scheinbar noch eine Blende. Nichtsdestotrotz möchte ich euch gleich gern ein paar Highlights zeigen, aber zuvor, wisst ihr ganz genau, könnt ihr mir gern ein Däumchen nach oben geben, falls euch das Video gefallen hat. Ihr könnt auch gern kostenlos den Kanal abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst und mich damit supportet. Das würde mich natürlich sehr freuen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen angenehmen Sonntag. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder um 10 Uhr. Bis dahin. Ciao, Leute.